Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Motto-Review. Wie lange habe ich diese Sätze jetzt schon nicht mehr gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man mal die Sex-Mod rausnimmt, weil, ja gut, manche haben es auch am 1. April nicht kapiert, dass es ein Fake ist, aber ich glaube, es ist mittlerweile schon 5 Monate her. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, hier wieder auf so einer schönen, viel zu großen, unnötigen Plattform zu sein. Ich bin noch nicht ganz auskuriert, es könnte sein, dass ich immer noch etwas nasig klinge, aber dafür gibt es heute auch eine etwas kleinere Mod-Review. Ich fange jetzt hier erst wieder nach Ewigkeiten an und ja, heute gibt es was Knackiges für den Einstieg, und zwar die Laser Creeper Robot Dino Riders from Space Mod. Bäm, Alter! Ja, ihr habt richtig gehört. Diese epische 5000 Wörter lange Mod ist hier der perfekte Einstieg in eine neue Mod-Review-Ära. Und ich habe ja schon gesagt, sie ist relativ kurz und klein. Und keine Sorge, eigentlich ist es noch weniger, weil das hier sind eigentlich bloß alles Bestandteile. Aber ich würde sagen, wir gehen mal das Einzelne durch. Wir fangen an bei der Laserblaster-Kanone. Um das Ding zu bauen, brauchen wir im Endeffekt all das hier. Also das hier oben, diese ganzen Einzelteile. Unter anderem auch Laser-Creeper-Plasma, Plasma-Power-Unit, Laser Blaster Barrel, Laser Blaster Core und Laser Blaster Grip. Das sind alles Bestandteile dieser Kanone, die im Endeffekt auch leer sein kann, wenn man hier diese, dieses Plasma Power Unit nicht benutzt. Das Ding hier kriegen wir zusammen, wenn wir 9 von diesen Teilen einmal hier schön im Viereck, beziehungsweise im, Viereck anlegen. Und bis auf diese Power Unit kann man die anderen Bestandteile von der Kanone eigentlich relativ easy herstellen. Wir brauchen hier ein bisschen Holz, ein bisschen Eisen. Hier brauchen wir noch, hier brauchen wir noch ein bisschen Redstone und ein bisschen Glas. Wow. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Leder und nochmal Eisen. Ne? Und dann haben wir schon diese geile Piu Piu Laser Blaster Kanone. Und die packe ich mir schon mal ins Inventar. Und jetzt brauchen wir natürlich an sich noch den T-Rex 1000. Und um dieses Ei hier herzustellen, brauchen wir eigentlich, ein Ei. Und jetzt zu der spannenden Frage, was war zuerst da, der T-Rex oder das Ei? In dem Sinne tatsächlich der T-Rex, denn das hier könnt ihr euch bloß von einem T-Rex besorgen, den ihr vorher getötet habt, aber dazu später mehr. Ihr müsst das hier quasi einmal im Kreis um so ein Ei legen und dann habt ihr hier im Endeffekt das Raw T-Rex 1000 Egg. Ja, und das Ding müsst ihr dann nochmal in den Ofen schmeißen und dann kriegt ihr hier so ein T-Rex 1000 Ei in dem Sinne halt schon fertig raus. Und das packe ich mir auch mal ins Inventar. Ja, und der Rest, hier haben wir noch ein Control-Modul, was wir auch relativ easy herstellen können. Dazu brauchen wir, wie gesagt, hier diese Parts, die wir halt nur kriegen, wenn wir diese T-Rex vorher töten. Dann noch ein Sattel und dann haben wir hier ein Control-Modul. Das klingt jetzt super spacig geil, ist aber im Endeffekt eigentlich bloß ein Sattel. Und dieses Creeper Laser Plasma bekommen wir, wenn wir die Creeper auf diesen T-Rex-Teilen töten. Ja, das sei es aber zu den ganzen Crafting-Rezepten gewesen. Ich würde sagen, wir schlüpfen einfach mal unseren eigenen T-Rex. Und das geht so. Wir müssen hier dieses Ei auf den Boden stellen und dann müssen wir erstmal eine Runde warten. Ah, schöne Geräusche. Ja, und im Endeffekt, voll laut bei mir jetzt gewesen, aber richtig süß. Guckt euch mal das kleine T-Rex-Baby an. Oh, bist du süß? Halt mal die Fresse. Im Endeffekt ist das ja jetzt hier nicht wirklich gefährlich, ja? Auch wenn wir jetzt den Game Mode verlassen würden. Also, ich glaube, das Teil hier hat 22 Leben, aber es kann, wenn wir es jetzt größer machen, und dazu hole ich mir mal hier einen Redstone-Block. Halt doch mal die Fresse. Ins Inventar. Und jetzt mache ich mal Rechtsklick auf den Kollegen hier. Ich glaube, nee, es geht noch größer, es geht noch größer, es geht noch Alter, okay. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. So, und jetzt können wir hier noch diesen Sattel benutzen. Oder das Control-Modul, wenn man ganz cool sein möchte. Und dann kann man dieses Vieh reiten. Oh, das war nicht gut. Der hat ja gar keinen Schaden bekommen. Krass. Das letzte Mal hat der Schaden bekommen, als ich... Nein! Das Problem nur ist, der kriegt richtig schnell Fallschaden. Und zwar aus, was weiß ich, 2 Blöcken Höhe oder so. Das ist nicht ganz so praktisch. Aber um jetzt irgendwie mal schnell von A nach B zu kommen, ist es ideal. So,
Jetzt muss man bloß aufpassen, dass das Ding hier nicht unter meinem Bein krepiert. Wir können uns das hier auch mal angucken. Yeah! Alter, bin ich King. So, und wenn wir schon mal dabei sind, suchen wir doch gleich mal einen T-Rex-Creeper oder einen Creeper-T-Rex. Ich weiß nicht wirklich, wie man die nennt. Aber das hier sind jetzt böse T-Rex-Viecher. Das Gute ist, ich bin noch im Game-Mode. Geh mal weg. Und das ist quasi hier so ein Gerät, was wir ja eigentlich erst töten müssen. Allerdings muss man sagen, diese Kanone hier bringt bei diesem T-Rex gar nichts. Die fliegen einfach weg, diese Laserblaster-Elemente. Oh. Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Warte, ich erledige dich kurz. Jetzt bist du tot. Und was hast du gedroppt? Redstone? Okay, ah, hier. Hier ist das Laser-Creeper-Plasma-Element. Ja, und den hier können wir im Endeffekt... Voll geil. Also die prallen sozusagen von ihm ab. Der sieht aber richtig geil aus, muss ich mal sagen. Hier ist noch einer. Also man trifft die auch dann im Rudel an. Ich glaube, das hier ist meine. Ja, und die können wir halt ganz klassisch mit einem Schwertchen töten. Da brech, uff. Geht aber doch relativ fix. Muss halt bloß aufpassen. Das Problem ist, ich kann jetzt mal den Game-Mode wechseln. So, und jetzt werde ich voll... Au! Arschloch! Das ist nicht meiner! Wo ist meiner? Hey! Hilf mir! Hilf mir! Jetzt bin ich natürlich wieder an meiner Plattform gespawnt, die jetzt ewig weit weg ist. Ja, aber ihr habt gesehen, im Endeffekt, wir können nicht mit unserer geilen Kanone so einen T-Rex töten. Das wäre auch zu schön. Da müssen wir dann doch noch mit Handarbeit und mit Schwert ran. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr kurze, aber dennoch irgendwie geile Mod-Review. Also ich muss sagen, ich finde die Mod relativ witzig. Sie ist auf jeden Fall ausbaubar. Ist jetzt nicht so viel und so viel Sinnvolles, vor allem gar nicht. Aber ich fand sie relativ cool. Für den Anfang kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Auf jeden Fall, wie fandet ihr sie? Schreibt mir in die Kommentare. Wieso habe ich dieses hässliche Cape? Hä, ich hab doch... Hä? Bist du... Hä, das war doch gerade aus! Ich versteh's nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und...